Reden wir doch mal über einen kleineren, aber nicht uninteressanten Film aus Deutschland, der diese Woche in den Kinos startet, genauer gesagt ab dem morgigen Donnerstag, dem 10. August. Und die Rede ist von Black Box. 119 Minuten ist der lang und entführt uns in einen Innenhof, zunächst von einem Gebäudekomplex, Altbauten in Berlin, mitten in der Innenstadt. Und damit könnte es in jeder Stadt sein, wo man quasi diese typische Bauweise hat, ein Haus mit 4, 5 Geschossen an der Straße und im Hinterhof dann nochmal links und rechts und meist auch noch da hinten dran. Ein Gebäude dran, sodass man da jede Menge Wohneinheiten hat. Und ganz am Anfang wird ein Container in diesen Innenhof gehievt, in dem der Mitarbeiter Herr Horn, der neue von der Hausverwaltung ist, seine Arbeit künftig vollrichten soll. Der sorgt endlich ein Stück weit für Ordnung, aber es dauert nicht lange, bis so das erste Problem auftaucht. Denn ein Mann beschwert sich, dass es keinen festen Stellplatz gibt für die Mülltonnen dort. Und da, wo sie jetzt stehen, stinkt es ständig. Sein Fenster ist darüber, es zieht Fliegen an. Der Geruch im Haus bzw. in der Wohnung ist extrem unangenehm, die Lebensqualität wird gemindert. Und man merkt schon, aha, hier ist also irgendwie ein Problem, weil diese Mülltonnen finden sonst nirgendwo einen Platz, weil immer wieder sich irgendwer beschwert. Und damit kriegen wir ein Gespür dafür, wie Probleme vorgetragen werden und wie Probleme auch gerne manchmal in Deutschland, so als Mikrokosmos der Gesellschaft in diesen Innenhof verpflanzt, vorgetragen werden. Und dann lernen wir nach und nach weitere Anwohner kennen, mehrere Parteien, die dort anmieten, einige, die andere beobachten, andere, die Probleme vielleicht in der Beziehung haben, auch mit dem, wo sie gerne hinwollen, wo sie hin müssen. Auch der Frage, sind diese Gebäude, in denen sie wohnen, schon relativ alt? Könnte da irgendwann Sanierung ein Thema sein? Was ist, wenn Wohnungen auf einmal nicht einem gehören? Wenn sie vielleicht mal verkauft werden, würde man dann hinter vorgehaltener Hand lieber so agieren, dass es um einen selbst geht? Wenn man gemeinsame Probleme hat und eine Veränderung vielleicht im Raum steht, tut man sich dann zusammen oder ist dann jeder sich selbst der Nächste? Das sind so die Themen in Black Box und das ist gar nicht so uninteressant, weil es wirklich wie so ein Mikrokosmos der Gesellschaft ist und Dinge, die wir in der Kommunikation immer wieder beobachten, wie Menschen schnell relativ toxisch werden können und sich nicht unter Kontrolle haben oder ihre ganz eigene Agenda fahren und es so schwer fällt, angesichts eines Problems auch gemeinsam anzupacken, wobei das oft viel sinnvoller wäre, nicht bloß in der emotionalen Unterstützung untereinander, dass man eben nicht alleine mit einem Problem ist, sondern auch für das Gesamtergebnis letztendlich, aber wie in einem Reflex aus Angst, jeder erst einmal versucht, sich zu retten, wohin es geht und gerade wenn Veränderungen ins Haus stehen, Menschen sich sowieso oft sehr schwer damit tun, sich mit gänzlich Neuem anzufreuen, während andere vielleicht voranpreschen und total neugierig sind, was da wartet. Und wenn diese Energien aufeinanderprallen in einem Innenhof, der auch noch von der Polizei abgeriegelt wird und niemand auf die Straße kann, weil irgendetwas geschehen ist und dann auch nicht jeder unbedingt in dieser Gruppe deutscher Abstammung ist und dann schnell klar wird, wer als Erster irgendwie in Verdacht genommen wird, wenn es darum geht, ob es vielleicht politisches Engagement in einer Richtung geht, dann ist das quasi ein kleiner Dampfkessel, der in Blackbox in diesem Hinterhof erzählt wird. Und alles, was ich jetzt zusammengeworfen habe, sind quasi diese verschiedenen Perspektiven, die aufgenommen werden. Das macht das zu einem ja, arthausigen Film, der durchaus, finde ich, seine Längen hat und sich hier und da mal im Kreis dreht und bei der Menge der Figuren, die aufgetan werden, immer nur an einer gewissen Oberfläche bleiben kann und nie tief genug herabsteigt, um die Charaktere mehr sein zu lassen, als dass ich erahne, in welche Richtung welche Figur denkt und macht und tut. Und dementsprechend gibt es mir da auch so ein paar Punkte, wo ich sage, eher schwierig, aber trotzdem beweist Ali Özge, wenn ich sie richtig ausspreche, ein feines Gespür für so eine Stimmung, die immer mal wieder in der Luft liegt und die man sowohl in der Öffentlichkeit vernehmen kann, als aber auch manchmal so, gerade wenn Gruppen von Menschen aufeinandertreffen, man beobachtet. Und das ist irgendwie auch ein bisschen traurig und melancholisch, wie oft Gruppen veranlagt sind, lieber erst einmal auf Distanz zu gehen, statt mit einer gewissen Offenheit zu reagieren. Und da kann man sehr viel aus dem Film ziehen, wenn man möchte, oder man kann ihn einfach dahin plätschern lassen und sagen, ja, habe ich jetzt halt geguckt. Also man muss, glaube ich, auch Lust auf diese Art Film haben, aber ich finde den Cast durchaus spannend. Ich greife mal ein paar Leute raus. Felix Kramer unter anderem spielt Johannes Horn. Das ist quasi so dieser Neue der Hausverwaltung. Und das steht ein Stück weit allein schon mit diesem sehr modernen Container, der am Anfang in dem Innenhof heruntergelassen wird, gegenüber diesen Altbauten, die dann ringsrum stehen, für eine gewisse Moderne, für einen gewissen Wandel, für eine gewisse Zukunft, Dinge, die dort geändert werden müssen. Und deswegen schleichen sich in Blackbox ja Themen wie, sag ich mal, eine gewisse Fremdenfeindlichkeit, aber auch Gentrifizierung. Da schleichen sich Energieprobleme, aber auch Zukunftsängste immer wieder ein. Und so hat man verschiedene Themen, die wirklich sehr tief in Figuren rühren können. Und zum Beispiel ist dann eben Felix Kramer jemand, mit dem Leute erst einmal offen reagieren und sagen, endlich passiert mal was, aber auch andere,
die eben so diese Veränderung und die Sorge vor dem, was da kommt, verabscheut. Und deswegen eine Figur, an der man sich schnell abarbeiten kann. Das zeigt sich an dem Christian Berkel, der Erik Bär spielt. Kennen sicherlich viele aus dem Fernsehen, ein gestandener Schauspieler, der viele Jahrzehnte dabei ist, der quasi auf der einen Seite ein Lehrer ist und gerne seinen Doktortitel vor sich herschwingt, wenn er seinen Respekt einfordert und eben, wenn er seine Forderung nach einem anderen Platz für den Müll einfordert, man schon merkt, irgendwie unangenehmer Typ, der das nicht auf eine Art und Weise kommuniziert, die sowohl nachvollziehbar als auch nachdrücklich freundlich ist und nicht unbedingt nur sofort fordernd und gleichzeitig dann aber auch bereit ist, hinterher zu spionieren, der sich aber auch physisch nicht unbedingt im Griff hat, wenn sein Zorn in ihm aufsteigt. Und da erkennt man gewisse Bilder wieder. Und ich finde, da packt man in verschiedene Figuren immer noch so viel rein, dass es stimmig ist für sich und gleichzeitig man aber auch so ein bisschen erschreckt und denkt, man, so sind die Menschen. Luise Heyer ist dann wiederum eine als Henrike Koch, die in der Beziehung zum Beispiel sich wiederfindet, wo gar nicht so richtig klar ist, wie gehen die Partner miteinander um. Und wenn der eine dem anderen auch irgendwie so das Recht abspricht, seine Meinung mit einer Unterschrift zu verfestigen, dann ist das auch wiederum so ein bisschen erschreckend. Aber man merkt, überall gibt es so die Baustellen, die bezüglich aber auch der eigenen Sicht und des eigenen Weltbildes, man sagt, okay, das und das und das. Und dann ist natürlich eingespannt, wenn man einen Gesprächspartner hätte, mit dem man quasi mal durchgeht, was findet man an diesem Film oder an welchen Figuren entweder weird oder nachvollziehbar, weil man dann auch bestimmt so ein bisschen feststellen wird, wie unterschiedlich dann doch wieder auch die eigenen Ansichten sind. Und dann hätten wir beispielsweise noch Manal Issa drin als Madonna. Eine, die gerade wenn es darum geht, wer könnte was gewesen sein, nur alleine, weil sie schon nicht des Deutschen so perfekt mächtig ist und im Nicht-Deutsche ist, schnell in so ein Visier gerät, ist man fremd, ist man durchaus auch mal schnell jemand, der es gewesen sein könnte. Und dieses Thema wird auch von Özge insgesamt nicht uninteressant hier verbaut. Kurzum, Black Box, ein kleiner Film, einer, der kameratechnisch allem, was dazugehört, so einem arthausigen Look folgt. Wenig Musik, keine Effekte, die Figuren so gekleidet, dass es zu ihnen passt. Der ein Film, der im Grunde auch ein Theaterstück sein könnte, der auf einer Bühne funktionieren würde, man diese Kulisse des Innenhofs hat, wo Figuren immer wieder aufeinandertreffen und man nur einzelne Spots in Wohnungen braucht, weil mehr ist es nicht, was wir da sehen, weil dieses isolierte Verhältnis geschaffen wird, dadurch, dass diese Polizei es abriegelt. Kann ich nur sagen, wer so fast mit einem Kammerspielcharakter daherkommende Filme mag über die Menschen, das Menschsein und eine Art Mikrokosmos in einem Film, fühlt sich bei Black Box, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Der Film kann dahingehend was. Aber wie ich schon sagte, für mich durchaus zu lang. Ich glaube, 10, 15 Minuten kürzer hätten ihm besser getan. Und wenn bestimmte Themen zum dritten Mal aufgegriffen werden, dreht er sich dann doch so ein bisschen zu sehr im Kreis. Und die Zeit hätte man eher verwenden können, Figuren noch ein bisschen tiefer zu zeichnen, weil man ja auch so eine gewisse Masse abbildet, aber trotzdem so einzelne herauszuziehen. Rauspickt. Ich habe übrigens auch gerade 4 Akteure herausgehoben, aber es sind vielleicht ein Dutzend, um die es dann ein Stück weit geht, um da noch ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Aber es ist viel Wahres dran und der Film kann einen nachdenklich stimmen und es fällt manchmal auch leicht, sich selbst beim Schauen, finde ich, in so einer moralischen Hoheit wiederzufinden, wenn man von außen drauf schaut mit dieser Kamera und wenn man dann überlegt, okay, was will ich in der Situation machen, schon merkt, ey, ist das alles gar nicht so einfach. Und das macht aus Black Box, finde ich, einen interessanten Film, den ich gerne 7 von 10 möglichen Punkten als Drama gebe. Und da, sagen wir mal, 6,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Eine Nummer, mit der ich nicht so gerechnet habe, dass sie mich so gut bei der Stange halten wird. Kleiner Film. Deswegen, wenn euch interessiert, geht ins Kino. Wahrscheinlich müsst ihr relativ schnell gehen. Wer weiß, wie lange er da läuft, weil die Kinos durch einen Barbie, durch einen Oppenheimer, durch einen Turtles, durch einen Ladybug, die alle so 6-stellige Abrufe haben und auch ein Elemental gerade so voll sind mit großen Filmen, dass man den wahrscheinlich eher in Arthäusern suchen muss und auch da hoffen muss, dass er da ein bisschen Zeit und genug Leinwände findet. So, dann bin ich am Ende meiner Review zu Black Box ab dem morgigen 10. August in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.